Heute ist Montag, der 9. November 2020. Ich teile die Kritik an Alice Weidel und Alexander Gauland nicht. Die beiden AfD-Politiker haben ja dem Joe Biden gratuliert. Und wer das kritisiert, ich glaube, der hat diese Erklärung von ihnen nicht gelesen oder gehört. Ich werde sie mal kurz vorlesen, also zumindest den entscheidenden Satz. Wir akzeptieren die demokratisch zustande gekommene Entscheidung der amerikanischen Bürger und sind zuversichtlich, dass mögliche Unregelmäßigkeiten bei den Auszählungen schnell auf rechtsstaatlichem Wege geklärt werden. Das ist für mich ein geschickter Satz, es ist hohe Politik, das ist sogar relativ frech. Es wird gratuliert. Und im gleichen Satz, es ist ein Satz, wird gesagt, mögliche Unregelmäßigkeiten sollen auf rechtsstaatlichem Weg geklärt werden. Ich meine, wo wird denn das, wo kommt sowas sonst vor? Also hat man bei Bundeskanzler Kurz, als dem gratuliert wurde, gesagt, ja, aber mögliche Unregelmäßigkeiten müssen noch geklärt werden oder sollen geklärt werden? Oder bei Macron? Nein, man macht das hier bei Biden. Das ist eigentlich... Also es ist frech, aber es ist genial. Es ist ein genialer Satz. Und ich denke mal, die meisten, die jetzt kritisieren, haben nur den Anfang gehört, wahrscheinlich gar nicht mal gelesen, sondern nur gehört, ja, wir gratulieren. Ich finde es genial, dass sie eigentlich unterstellen, dass es Unregelmäßigkeiten gab, sonst würden sie das nicht reinschreiben. Und ich bin ja sowieso jemand, der hofft, dass es diese Unregelmäßigkeiten gab und dass das Trumps Anwaltsteam das rausfindet. Nur reicht es ja nicht zu sagen, ja, wir glauben, dass da Betrug im Spiel war. Du musst Beweise liefern. Die beiden können das nicht. Die können nicht sagen, ja, das war mit Sicherheit irgendwas falsch. Und mir persönlich reicht es auch nicht, wenn auf YouTube irgendwelche Postangestellten mit verzerrter Stimme irgendwie sagen, ja, da wurden Mailsäcke vordatiert. Ja, dann sollen die vortreten und mit ihrer normalen Stimme vor die Kamera treten und es erklären und vielleicht Beweise liefern, irgendwelche Aufnahmen oder sonst irgendwas. Und diese Gerüchte reichen nicht. Das ist entscheidend. In dem Sinne, gute Nacht. Ah, Moment, das wollte ich noch sagen. Es haben ja jetzt wirklich einige YouTuber, die ich gut finde, das kritisiert, diese Gratulation. Und da muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht von denjenigen. Weil das, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht komplett gelesen haben oder sich angeschaut haben. Ja, ich bin da wirklich enttäuscht. In dem Sinne nochmal gute Nacht.